Tag, die Bundesdruckerei Karin Koch. Einen wunderschönen guten Tag. Bruno Kotschewski am Apparat. Einen schönen Ja, Tag. Tag. Ich will nicht lang stören. Es geht darum, dass meine Meldestelle mich zu Ihnen verwiesen hat. Es geht um den Reisepass in erster Linie. Da wollte ich Ja. Ihnen einige Fragen stellen. Geht das? Also normalerweise nicht, weil wir keine Informationen an Privatpersonen geben. Es geht Wenn darum, was da drauf gedruckt ist, also um die Zeichen. um die Zeichen, die auf dem Pass stehen. Auf dem Reisepass sind zwei Adler vorhanden. Einmal vorne auf dem Pappdeckel Ja, und das einmal ist drin. richtig. Und jetzt wollt und es sind zwei unterschiedliche. Und ich wollte gern wissen, woran das liegt. Das sind Bestimmungen vom BMI. Also man findet dazu auch zu diesem Thema speziell im Internet etwas unter der Seite also und auf der Seite des BMI, des Bundesministeriums des Innern. Auch zu diesen Adlern findet man da was. Also wir drucken ja lediglich diese Reisepässe und können da auch inhaltlich jetzt, aber das sind Vorgaben vom BMI und es steht auch zu den Adlern da was, warum der eine Adler halt so aussieht und der andere so. Gut, Also wenn, ja. ja. Wenn es aber die Antwort ist, die ich schon aus dem Internet rausbekommen habe, aus sonstige Seite, denke ich nicht, dass die mir die richtige Information geben Ja, werden. nur wir geben sie ihnen nicht, weil wir lediglich diese Dokumente drucken. Ja. Also mehr haben wir da ja nicht. Und Sie machen einfach nur, ne? da gibt es ja so viele Informationen auf dieser BMI-Seite, wenn Sie sich das alles mal durchgucken. Da gibt es Ja. wahnsinnig viel, da gibt es seitenlange Erklärungen zu diesen Adlern. Das habe ich mir selbst schon angeguckt. Ja, das ist wirklich so. Gut, okay, mache ich Das gerne. hat ja historische Hintergründe und was weiß ich, worauf da alles Säße. verwiesen wird. Genau. Darum wollte ich genau nachhaken. Okay, recht herzlichen Dank. Ich Ja, probiere es jetzt mal gerne. bei der BMI und dann schauen wir Ja, mal weiter, ne? genau. Okay. Dankeschön, wiederhören, schönen Wiederhören. Tag noch. Ihnen Könntest, auch wiederhören. Entschuldigung, Frage noch Ja. hab ich. Drucke Sie auch Geld bei Ihnen? Die In der Euros? Bundes Normalerweise druckt man in der Bundesdruckerei auch Geld, ja. Ja, Das könnten wissen Sie mir aber. da mal 3 Millionen drucken, mir die zusenden? Geht es? Lassen Sie sich. Ja, alles klar, ne? Schönen Tag, wiederhören.